Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town. Willkommen bei der England-Tour. Heute ist Tag 7, 6 und 7. Gestern waren wir in Liverpool. Dann zeigen wir euch ein paar Fotos. Hat auch alles super geklappt. Auto fährt bis jetzt, also Projekt 75 hat bis jetzt noch keine Probleme gemacht. Außer einmal kurz Unterbrecher nachstellen, aber das ist ein normaler Service. Nach so vielen Kilometern? Wir können ja auch wieder runter. Wir sind jetzt ungefähr knappe 2000 Kilometer, über 2000 Kilometer gefahren. Mit dem Trabi-Projekt 75. Wir sind jetzt auf dem Weg zurück zur Fähre, nach Hull oder Hall oder Hull, wie die heißt, der Ort. Dort fahren wir heute Abend zurück nach Rotterdam. Und wie gesagt, wir sind jetzt bereits auf der Autobahn. Nochmal was zum englischen Verkehr. Der Linksverkehr ist überhaupt nicht schlimm. Wenn man sich erstmal dran gewöhnt hat, ist der weit besser wie der Verkehr bei uns in Deutschland. Oder der Rechtsverkehr. Weil die haben hier Kreisverkehre, das funktioniert hier fließend. Vor allen Dingen, was für mich sehr gut ist in England, man setzt den Blinker und man wird auf der Autobahn reingelassen. Ohne Probleme. Da ist hier nicht irgendwie mit Drängeln oder sonst hier kein Problem, hier wird nicht gemeckert. Ich habe nicht einen Autofahrer bis jetzt meckern sehen, wenn man was falsch gemacht hat. Ja? Also die Engländer sind in der Sache ziemlich korrekt. Geschillt. Korrekt. Ja, wie gesagt. Und jetzt dann eben halt haben wir jetzt noch die Bilder von gestern im Liverpool, da haben wir keine Videoaufnahmen gemacht, da haben wir nur Fotos geschossen. Die werden wir jetzt einblenden. Und noch gestern Abend bei uns vom Hotel aus noch mal die Drohne fliegen lassen. Da hatten wir uns noch mal alle getroffen gehabt bei uns im Hotel, die mitgefahren sind, zum kleinen Bierchen. Da haben wir die Drohne halt noch mal schnell steigen lassen und den Ort da von oben noch mal gefilmt. Das kommt jetzt auch. Und dann sehen wir uns wieder, wenn wir auf der Fähre sind. Also bis gleich. Tell me why you have to seem so distant when I'm home.
wir haben es geschafft, wir sind in Hohl angekommen. Projekt 75. Und andere Seite, Fähre nach Rotterdam. Da müssen wir uns noch einchecken. Wir warten aber jetzt noch ein bisschen, weil das Problem mit dem Hund ist, dass der da in so einen komischen Käfig kommt und wir dürfen den da nicht irgendwie auf dem Board mitnehmen. Und desto früher wir raufgehen, desto länger ist er in diesem Käfig. So, andere Sache noch, wir hatten heute die erste kleine Panne. Und zwar waren wieder die Unterbrecher dran. Und zwar beim Einstellen nochmal ist uns eine Schraube weggebrochen und somit war ein Unterbrecher komplett lose. Aber wir hatten Gott sei Dank noch eine Unterbrecherplatte bei und hatten die dann eingebaut und versucht dann mit einer Leerfülllehre dann mit einzustellen und wir sind auch bis hierher gekommen. Er fährt wieder gut und wir haben ihn nochmal waschen lassen bei Wash and Go oder auch Go and Wash oder wie das heißt. Für 5 Pfund haben die den per Hand gewaschen. Die haben wir, oder ich zumindest habe hier in England noch nicht eine Waschstraße gesehen. Die machen das hier alles mit der Hand. Ja. Aber sieht doch gut aus, könnt ihr mal gucken. Die Reifen haben sie irgendwas eingeschmiert. Besser wie mit meinem Spray immer. Weiß nicht, ob man es auf dem Video sieht. Ja, Specky, der Spaß ist gerade dahinter. Also die haben jetzt nur außen geputzt, weil innen. Dann geh rein, Specky. Innen wollten wir nicht. Geh rein. Hast ja schon dein Geschäft gemacht. Ach, jetzt willst du das Leckerli haben? Alle fein. Privat. So. Ja, wie so, also es erglänzt wieder. Er sieht wieder gut aus. Die ganzen Mücken sind weg. Aber meine Haut bekommt das hier überhaupt nicht gut in England. Wie gesagt, wir sind also jetzt gleich, checken wir ein, so nach halben Stunde. Auf dem Schiff gibt es da eigentlich weiter nichts zu filmen. Das hatten wir ja schon mal. Wie gesagt, wir sehen uns dann, denke ich mal, wenn wir dann wieder in Holland sind. Unser nächstes Ziel ist Osnabrück. Von Osnabrück einen Tag später nach Magdeburg und von Magdeburg dann einen Tag später in die Basis, in die Garage, beziehungsweise Projekt 75 geht in die Garage wieder, wenn alles gut geht. Und dann ist die England-Tour auch für Projekt 75 und für uns beendet. Und wenn das so weitergeht wie jetzt, bin ich echt überrascht, dass so ein Fahrzeug mit so einem Baujahr echt so gut durchgehalten hat, wenn man überlegt, wie der mal aussah. Ja, wie gesagt. Und übrigens, man kann sich wirklich dran gewöhnen, an so einem kleinen Auto. Ich merke die Größe gar nicht mehr. Okay, gut, viel genug gequatscht jetzt. Ja, willst du noch was sagen? Nö. Ja, du sagst sowieso nicht viel. Nö. Du schraubst lieber. Ja. Okay, Leute, danke, dass ihr zugeschaut habt. Lasst gerne wieder einen Daumen nach oben da. Und wer noch nicht abonniert habt, abonniert. Und wir sehen uns dann wieder im nächsten Video.